Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es um tierische Ersatzprodukte gehen. Im veganen Bereich. Das Ding ist, meine persönliche Meinung war anfangs sehr positiv dazu, hat sich aber im Moment sehr geändert. Ich würde mal damit anfangen, mit dem beliebtesten Produkt, was auch am meisten im Moment diskutiert wird, nämlich Beyond Meat oder wie es auch immer genannt wird. Ich meine, bei Lidl wird es unter anderen Namen verkauft, bei Hofer auch. Im Grunde ist es alles dasselbe. Meiner Erfahrung nach ist es, wenn man es das erste Mal isst, lecker, richtig cool. Beim zweiten Mal dachte ich dann so, so lecker ist es jetzt doch nicht. Und beim dritten Mal kam dann richtig so das Feeling auf, als würde ich in Chemie beißen. Und das hat mir das ganze Erlebnis dann doch sehr verdorben. Und ich muss sagen, für mich ist das Ganze nichts. Was ich allerdings sehr empfehlen kann, ist veganer Käse der Firma Simply und VioLife. Besonders VioLife, weil VioLife hat einen italienischen Parmesan in Angebot, VioLife hat Gouda in Angebot, VioLife hat Frischkäse in Angebot. Alles in allem ist es wirklich eine geile Alternative zu richtigen Käse. Das Ding ist nur, es ist, wenn man es auf CO2-Sicht betrachtet, nicht so gut. Denn meistens werden diese Produkte aus Kokosmilch hergestellt und dazu brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht viel erklären. Allerdings hat sich für mich ein Vorteil rausgefiltert, nämlich ist in diesem Käse B12. Das heißt, die B12-Menge, was da drin ist, wenn ich so 2 Packungen im Monat esse, reicht vollkommen. Das heißt, ich kann dadurch auf teure Supplements verzichten, was natürlich einen riesengroßen Vorteil bringt. Der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist wieder was, wo ich sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht habe. Und zwar geht es jetzt dabei um Chicken Nuggets Ersatz, Schnitzelersatz und so weiter. Diese Produkte sind für mich geschmacklich einfach nichts. Die haben für mich persönlich einen zu extremen Soja-Nachgeschmack und das stört mich einfach. Was allerdings super mega ist, sind die veganen Joghurts. Ich bin mir bewusst, dass jetzt bestimmt einige sagen werden, hey Luke, es gibt Hafermilch, es gibt Mandelmilch, es gibt Sojamilch. Ja, bin ich mir im Klaren. Ehrlich gesagt, ich habe viel davon probiert. Es gibt genau eine Sojamilch, die mir schmeckt und genau eine Mandelmilch, die mir schmeckt. Der Rest ist einfach überhaupt nicht mein Fall und aus diesem Grund kaufe ich sie auch nicht und würde sie euch nicht empfehlen. Und es wäre cool, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt, was ihr dazu denkt, zu diesen Käse und den Joghurtprodukten und was ihr dazu denkt, ist es legitim, kann man es mit sich selbst vereinbaren? Ich denke, da hat jeder eine andere Meinung und mich persönlich würde eure Meinung interessieren. Zum Schluss möchte ich noch 2 Punkte ansprechen und zwar Punkt Nummer 1. Ein guter Freund von mir hat einen YouTube-Kanal gemacht. Es geht dabei um Arthrose und es wäre mega nice, wenn ihr den mal abcheckt. Ich verlinke ihn euch da oben. Außerdem möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die letzten 2 Videos jetzt nicht gerade vegan waren. Das war einfach so ein einschneidender Punkt in meinem Leben, den ich gerne teilen wollte. Nichtsdestotrotz war es das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao.